Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Und jetzt geht's los. So geht Belgien dieses Spiel an. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Tobi Alderweireld spielt mit Jason Denayer in der Verteidigung. Und Eden Hazard spielt im Sturm gemeinsam mit Romelu Lukaku. Ja, der Schuss jetzt. Ganz sichere Parade. Oh, da ist er durch. Szene geht weiter. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Tielemans. Hazard verliert den Ball. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Courtois hält, Ball ist noch im Spiel. Fans können erstmal durchatmen. Sie sind weiter knapp hinten, aber das war natürlich eine tolle Chance. Eine tolle Parade war es auch. Und wir können nicht anders sagen, man spürt, dass der Ausgleich in der Luft liegt. Sie greifen an, man spürt, diesen Schwung wollen sie jetzt auch vor dem gegnerischen Tor nutzen. Romelu Lukaku. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ball kommt an den langen Pfosten. Defensiv machen sie es gut. Wird das eine Torchance? Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Flanke kommt auf Lukaku. Erstmal geklärt. Romelu Lukaku. Den hält er natürlich. Ecke kommt in die Mitte. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Gute Aktion. Ball ist raus. Lukaku. Den Ball entschärft er ganz locker. Eine Minute wird jetzt noch oben draufgepackt. Der Abpfiff. Und das war's.
Mit dieser Führung der Belgier gehen wir wieder rein in dieses Spiel. Da kann er sich den Ball holen. Hazard. Thielemans am Ball. Er bekommt hier Unterstützung. Tor für die Belgier. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ins Tor ausgeklärt. Sie bekommen die Ecke. Und jetzt wollen sie wechseln. Wir sehen die kurze Variante. Sie sind da. Ball wird geblockt. Vorne jetzt die Balleroberung. Viel Platz für den Konter jetzt. Carrasco. Jetzt der Vorstoß. Riesenchance. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie greifen an. Hereingabe in die Mitte. Da kommt er raus und hält den Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Carrasco. Eden Hazard. Gute Aktion vom Torhüter. Ecke kommt. Ballverlust. Einwurf. Jetzt wechseln sie hier aus. Sechs Minuten haben wir hier noch. Thielemans. Jetzt könnte der Pass kommen. Carrasco mit der Riesenchance. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Frühe Stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen. Tja, sie können hier gewinnen, am Ende doch ziemlich ungefährdet. 2 Treffer Vorsprung, das sagt schon mehr oder weniger aus, wie das hier gelaufen ist. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los.
que no los voy a dejar. Que pase lo que pase, vamos a pelear. I promise you now. Everything gonna work out. In diesem Spiel ist einiges drin. Es ist ein packendes Duell. Es ist eine Begegnung, auf die sich alle schon seit Tagen freuen. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen 1. FC Nürnberg. Das sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Lucas Hernandez spielt mit Matthijs de Ligt in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und Thomas Müller spielt im Sturm gemeinsam mit Harry Kane. Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen Sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Er geht vorbei. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Neuigkeiten zur Partie im Olympiastadion. Ein Tor ist gefallen. Rüber ins Studio. Da gibt es alle Infos. Wir haben hier das erste Tor für RB Leipzig. Torschütze ist Mason Mount. Wunderbar, wie er diese Szene abgeschlossen hat. Das war stark gemacht. Neuer Spielstand damit 1-0. 3 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Das ist die Chance zum Führungstor. Pass zum Gegner. Bayern München ist, wenn wir uns die bisherige Saison anschauen, das Team mit der besten Abwehr. Wenn du mit der besten Abwehr in so ein Heimspiel gehst, dann ist das natürlich eine ideale Voraussetzung für den Erfolg. Denn du weißt, hinten ist alles dicht. Wir stehen gut, wir stehen perfekt. Wir können dann in aller Ruhe das eigene Spiel aufziehen. Platz auf dem Flügel für die Nürnberger. Muss Einwurf geben. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Das muss es fast sein. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt in den 16er. Die Parade bei diesem Kopfball. Echte Torgefahr sieht anders aus. Absolut, Wolf. War doch eher ungefährlich. Pass kommt nicht an. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Super gemacht. Gute Verteidigung. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Da kommt die Ecke. Kimmich. Das ist Joao Cancelo. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Abwehr muss aufpassen. Geht um ein Haar rein. Zentimeter fehlen am Ende. Harter Schuss.
Davis. Ballbesitz Müller. Sie fangen diesen Ball ab. Daly. Das ist jetzt eine Chance. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Jetzt kommt die Ecke. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Klasse durchgesetzt. Gut geblockt. Geht mit Einwurf weiter. Er versucht's. Sommer ist da, muss er aber auch da sein. So unplatziert, wie der Versuch war. Schlusspfiff in diesem ersten Durchgang. Bayern muss noch was tun in diesem Spiel. Es steht nun entschieden. Sie haben die beste Abwehr, so erklärt sich, dass sie hier zu Null spielen. Aber vorne, sind wir ehrlich, läuft auch sehr wenig zusammen. Zu wenig, daher nur ein Unentschieden im Moment. Ich glaube, wenn sie sich nicht nur auf die Abwehr verlassen, dann ist mehr drin. Das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Die Bayern dürfen anstoßen. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Kurze Unterbrechung. Freistoß gegen den FC Bayern. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga, eingeblendet für den ersten FC Nürnberg. Dann geht es zu Hause gegen Leverkusen. Das könnte eine richtig gute Partie werden, denke ich. Der Vorstoß hier über Harry Kane. Ah, das ist natürlich nachlässig, abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das abseits, dann sortieren sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Das war zu wenig. Da sind Mitspieler frei. Pass wird abgefangen von Goretzka. Elegant gelöst hier. Grealish. Zieht ab. Sie können den Ball erstmal ablocken. Goretzka. Gehalten. War schon eine richtig gute Aktion. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Die Ecke kommt. Matthijs de Ligt. Das erste Tor dieses Derbys geht also an die Bayern. Unheimlich wichtig. Sie sind vorne. Klasse Aktion. Klasse Tor. Wir sehen uns das Tor noch mal kurz in der Wiederholung an. Die Ecke wird ans Strafraumeck geschlagen. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den Ball. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Neuigkeiten zur Partie im Olympiastadion. Ein Tor ist gefallen. Rüber ins Studio. Da gibt es alle Infos. Wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Der neue Spielstand damit 1-1. 62 Minuten sind hier gespielt. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Er macht den Ball rein. Da hat er natürlich keine große Mühe. Leeres Tor. Offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Da gewinnt er den Zweikampf. Geht mit.
Ein Wurf weiter. Goretzka. Musiala ist das. Jetzt die Bayern im Angriff. Ja, starker Pass. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Musiala sah sehr gefährlich aus. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Es ist ein schönes Spiel einfach. 2 Tore Führung verdient. Also den Sieg holen die sich, kein Zweifel. Dafür wirken sie einfach zu stark. Das macht Ronaldo stark. Super dieses Zuspiel. Guter Steilpass. Niemand kommt ran. Da wäre Platz für einen Konter. Das hat er geahnt. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Jetzt ist es aus. Der Sieger dieses Derbys ist Bayern München. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Vielen Dank.